Schöne Grüße aus dem Knüllwald in die gesamte Restrepublik und an alle deutsche Volksgenossen. Ich habe hier ein kleines Poster bekommen von einem Kameraden, der mich darauf aufmerksam machen wollte, dass die Grenzen dort hinten eben nicht alles sind. Das hatte ich mir schon fast gedacht, aber ich will ja auch eigentlich keine Grenzdiskussion führen. Ich weiß auch, dass das nicht die ganzen Grenzen von Deutschland sind. Er hat mir hier ein sehr schönes Plakat zugeschickt. Das wird gleich noch eingeblendet. Und das könnt ihr euch dann anschauen oder selber runternehmen und ausdrucken. Denn machen wir uns nichts vor, wir haben momentan andere Probleme, außer darüber, als über Grenzfragen zu diskutieren. Ich möchte das auch mit einer kleinen Anekdote mal kurz beenden und ich hoffe, dass dann auch alle einverstanden sind. Ihr könnt mir weiter gerne Material im Übrigen schicken. Ist hochinteressant, denn das zeigt, dass unser Verein hier, beziehungsweise unsere Gemeinschaft, lebt. Also ihr nehmt wirklich teil an dem, was ich hier sage und der ein oder andere, hoffe ich, es nimmt es auch ernst. Dann werden wir auch alle bundesweit oder vom Volk ernst genommen. Also nochmal zur Grenzfrage. Als ich noch NF-Vorsitzender war, 1989, also vor der Teilvereinigung, vor der Mini-Vereinigung, kam ein Reporter-Team zu mir. Ich meine, es wäre von Report gewesen. Genau weiß ich nichts mehr. Also eins von den westlichen feierlichsten Medien aller Zeiten. Und wollte mich interviewen. Als Parteivorsitzender habe ich damals noch Interviews gegeben. Heute mache ich das nicht mehr. Der Ekel ist einfach zu groß, sich mit solchen Arschlöchern an einem Tisch zu setzen. Ich schaffe das einfach mental nicht mehr. Und da war eine junge Reporterin. Und die wollte mich natürlich auf Glatteis führen. Und dann sagte sie als erstes, ob ich den Kritik an Adolf Hitler hätte. Da habe ich gesagt, ja, ich habe eine Kritik an Adolf Hitler. Ja, was denn? Ja, habe ich gesagt. Das, was ich kritisiere, ist, dass er den Krieg verloren hat. Nicht? Ich hätte ihn lieber gewonnen. Was? Sagte sie, hätten lieber gewonnen? Und so weiter. Ja, war ganz entsetzt. Natürlich, sage ich. Wenn Sie lieber zu den Verlierern gehören wollen, ist das Ihr Problem. Aber ich gehöre lieber zu den Siegern. Ja, da war sie ganz entsetzt. Was denn meine politischen Ziele wären? Auch Nationalsozialismus, sage ich, das ist ganz einfach. Mein politisches Ziel ist ein Wochenende aus. In Ostpreußen, habe ich gesagt. Ein Wochenende aus in Ostpreußen, das ich jederzeit besuchen kann, ohne Grenzen zu überschreiten. Wohlgemerkt, Kameraden, das war 1989, da waren wir noch nicht vereinigt. Da gab es noch den Eisernen Vorhang, Polen und so weiter. Und da war die völlig entsetzt, diese Frau. Und dann hatte sie mich gefragt, sagen Sie mal, wo sind denn Ihrer Meinung nach die Grenzen von Deutschland? Und dann habe ich damals diese historische Antwort gegeben, sage, junge Frau, meine Grenzen sind da,
wo meine Panzer stehen bleiben. Punkt. Und das haben die auch dann so gebracht. Viele haben das verstanden, was ich damit gesagt habe, aber viele auch nicht. Ich will damit sagen, Grenzfragen sind letztendlich Fragen der Macht und sonst gar nichts. Und wir haben momentan noch nicht einmal die Macht, um in unserem eigenen Restland hier, kleinem Land, was so zusammengestückelt wurde, überhaupt eine Rolle zu spielen, eine politische Rolle. Wir spielen zurzeit, sind wir nichts. Wir sind absolut nichts. Wir bewegen nichts. Und wir sind maximal, wohlwollend gesehen, Spielball der Herrschenden. Gut, wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt, bin ich gerne bereit, darüber zu sprechen. Aber ich wurde auch gefragt, angesichts der Situation, in der wir uns als Deutsche hier befinden, und das ist ja so, wir sind ja mittlerweile hier als in Deutschland geborene Deutsche, mittlerweile Bürger dritter Klasse. Das, wer mit Ämtern zu tun hat, der weiß das. Die Deutschen werden überall benachteiligt, beim Jobcenter, beim Finanzamt, überall. Wir werden richtig geknüppelt und wir lassen uns leider auch knüppeln. Und in diesem Zusammenhang wurde mir die Frage gestellt, wie ich zur politischen Gewalt stehen würde oder Gewaltanwendung, ob ich das bejahen würde. Und das ist natürlich ein gewaltiges Thema, da kann man nicht in 10 Minuten was dazu sagen. Da braucht man normalerweise ein ganzes Wochenende, über das Thema Gewalt sagen zu können. Das kann man nicht mit 2 Worten sagen. Aber ich will es hier trotzdem versuchen, wie ich dazu stehe. Ich habe damals als NF-Vorsitzender den Satz geprägt, statt gewalttätig lieber gewaltig aufzutreten. Und da will ich kurz erläutern, was ich damit gemeint habe und was man damit erreichen kann. Der Unterschied zwischen gewalttätig und gewaltig ist aus meiner Sicht folgendes. Beispiel, wir machen ja auch heute noch, gibt es viele Demonstrationen von sogenannten Rechten mit einer Zahl von 100 bis 400, vielleicht auch mal 500, die dann meistens oder sehr oft aussehen wie ein wilder Haufen und keine allzu große Gefahr für den Staat darstellen. Es gibt Provokationen von Seiten des Staates und dann kommt es zu Rangeleien. Meistens ist das eine Mischmaschtruppe ohne irgendwelche besondere Ausstrahlung. Und wer solche Veranstaltungen macht, der demonstriert höchstens seine Schwäche, aber niemals seine Stärke. Denn wenn nur 500 Leute oder 1000 Leute bereit sind, für Deutschland zu demonstrieren, aber jedes Wochenende Hunderttausende in die Stadien marschieren, um irgendwelche völlig degenerierten Fußballstars Millionen verdienen zu huldigen, dazu meistens noch ausländische, dann stimmt da was nicht in unserem Land. Ja? Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Armutszeugnis ist. So, und von diesen Kleinstgruppen geht dann oftmals Gewalt aus. Oder es wird so dargestellt, dass da Gewalt ausgeht und der Staat hat dann immer wieder Möglichkeiten, das zu instrumentalisieren, uns die Schuld in die Schuhe zu schieben und wir sind dann die bösen sogenannten Neonazis. Ist übrigens auch ein Begriff, wo wir hier auch mal drüber reden müssen, denn der ist ja im Prinzip komplett falsch. Aber ich benutze den in diesem Fall hier aus dem ganz einfachen, weil jeder versteht, was ich damit meine. So, und wir haben damals gesagt, wie kann man das ändern? Und da will ich euch das genau sagen. Eine Truppe, die geschlossen und entschlossen ist, die diszipliniert auftritt, man kann ruhig sagen, geordnet in Gruppen und Mannschaften, wo jeder weiß, die Jungs sind gut geschult, gut ausgebildet, gut trainiert und gut geführt, dann stellen die einen Machtfaktor dar. Auch wieder hier im Beispiel, wenn du 100 besoffene Skinheads hast oder Hooligans, da wird die Polizei mit fertig und sie wird die entsprechenden Maßnahmen ergreifen und durchführen.
Wenn sie aber weiß, da sind 100 Mann, 100 Männer, hier haben wir wieder das alte Problem, 100 Männer, die diszipliniert, die einheitlich denken, einheitlich handeln und sich einordnen in einem großen Ganzen, die nüchtern sind, zielgerichtet und gut geführt, dann sind die ein gewaltiger Machtfaktor. Die brauchen gar keine Gewalt anwenden, weil sie ganz anders akzeptiert werden. Ja, und das bedeutet auch übrigens für jeden einzelnen Schutz. Und da fängt für mich der Unterschied an. Gewalttätigkeit, so wie wir es bisher verstehen im Wort, bei Demonstrationen lehne ich grundsätzlich ab. Es ist kontraproduktiv. Man gibt dem Staat nur Möglichkeiten, gegen uns vorzugehen. Und außerdem mit anderen Sachen, es macht keinen Sinn, gegen das SEK oder andere Organisationen, die der Staat zur Verfügung stellt, um das deutsche Volk klein zu halten, ja, gegen anzugehen, mit so einem Haufen ist absolut sinnlos und kontraproduktiv. Anders wird das schon, wenn man eben gut aufgestellte Kameradschaften hat, die genau wissen, was sie wollen, was sie können und was sie nicht können und entsprechend handeln. Dann verdienst du dir automatisch Respekt vor deinem Gegner. Und du brauchst gar keine Gewalt anwenden. Ja? Wenn die genau wissen, da kommt jetzt eine Kombo lang, ja, die einen gewissen Ruf hat, die diszipliniert ist, dann entstehen ganz andere Sachen. Nicht? Ich möchte das an einem weiteren Beispiel nehmen. Nehmen wir mal 1000 Mann, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, 1000 Männer. Schön aufgestellt, gegliedert, diszipliniert, mit einer klaren Führungsstruktur, ruhig, souverän, ja. Und wo die Polizei genau weiß, da sind keine Hooligans drin, da sind keine Alkoholiker drin von der Gruppenzusammenführung, dann gehen die mit uns, müssen die mit uns ganz anders umgehen, wie mit 1000 aus einem bunten Haufen. Da wartet die Polizei nur drauf, dass sie Gewalt anwenden. Und das Ziel muss eben halt sein, statt gewalttätig, gewaltig zu sein. Und gewaltig wird man durch Disziplin. Disziplin und nochmal Disziplin. Und zwar auf allen Ebenen. Und dann braucht man keine Gewalt einsetzen. Dann kann man das Problem nämlich durch Verhandeln oder andere Dinge lösen. Ist eine ganz einfache Geschichte. Weißt du, wenn du mit 100.000 Mann vorm Reichstag stehst, und auch hier wieder das Wort 100.000 Männer, diszipliniert, dann kann man schon die besenreine Übergabe fordern, ne? Als wenn man da mit 100.000 Besoffenen steht. Ne? Disziplin ist die Voraussetzung. Einfache Gewalt ist kontraproduktiv und lehne ich also ab, das muss ich ganz klar sagen. Wir müssen uns selbst am Zopf packen, müssen das wieder werden, wofür wir kämpfen, nämlich Deutsche. Und das bedeutet Disziplin und vor allen Dingen bedeutet das auch für jeden Einzelnen Stärke. Auch das möchte ich an einem Beispiel sagen. Nehmt meinetwegen 100 Mann. 100 Mann. Das sind ja, ist ja eine Gemeinschaft, eben die aus 100 einzelnen Männern dasteht. Wenn jetzt du einen aus der Truppe rausstellst, den 10 Meter vor der Truppe, dann ist er für sich allein gestellt. Und dieser Mann kann 2, 3 Leute abwehren, wenn er gut ist, vielleicht auch 5, aber er ist auf sich alleine gestellt. Wenn er aber wieder zurück in Reih und Glied steht bei den Kameraden, dann ist er automatisch 100-fach stärker. Denn das ist, diese 100 Mann sind dann ein Mann, ein Machtfaktor, und das sollte man wissen. Deswegen ist Einordnen und sich Unterordnen lebenswichtig, und das ist eine hohe Kunst im Übrigen. Ja. Das hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun, sondern um organisatorische Fähigkeiten und über einen sehr starken, hat was mit sehr starkem Charakter zu tun. Nur Menschen mit einem starken Charakter wissen, dass Unterordnen in einem großen Ganzen ganz wichtig ist für jeden Einzelnen und dass das nichts mit Unterwürfigkeit zu tun hat. Aber durch diese ganze linke Scheiß-Umerziehung in den letzten 40, 50 Jahren sind diese Begriffe ja alle verwässert worden und wir sind alles zu Individuen, zu Egoisten geworden. Ja?
Und das ist es eben. Wir streben die Volksgemeinschaft an und da beginnt es. Indem man eben sagt, wir müssen, also den Geist unseres Volkes und die Volksgemeinschaft, den müssen wir dieser scheiß multikultiären Gesellschaft entgegensetzen. Die Volksgemeinschaft statt Multikulti. Multikulti bedeutet auch die Vereinsamung eines jeden Einzelnen. Es führt zu Egomanen und so weiter. Ist also völliger Blödsinn. Wir müssen die Volksgemeinschaft wiederentdecken und wir müssen sie im kleinen Rahmen vorleben. Es funktioniert. Diese Hütte hier, wo ich mich befinde, das alles, was ihr hier seht, ist ein Beispiel dafür. Weil wir hier im Kleinen, ja, die Volksgemeinschaft vorleben, ist diese Technik möglich. Der eine kann dies, der andere kann das. Und jeder trägt was dazu bei. In diesem Sinne möchte ich euch auffordern, diesen Gedanken mit anzuschließen. Schickt mir weiterhin Post, Briefe, ruft mich an. Ich bin sehr gespannt auf dem, was ihr mir immer mitteilt. Und natürlich werde ich weiterhin Fragen beantworten. Und wir werden uns weiterentwickeln, auch Verbesserungsvorschläge, ob man noch einen anderen Hintergrund nehmen kann oder sonst irgendwas oder mal ein anderes Bild. Mitarbeit auf jegliche Art und Weise ist erwünscht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und eine gute Zeit und heil euch.